Die Schuhe sind geschnürt. Noch etwas dehnen, gleich muss es losgehen. Die Anspannung steigt, der Kopf und die Konzentration sind bei den über 250 Teilnehmern schon längst auf der Strecke. Noch schnell ein Abklatschen und einen guten Lauf wünschen. Nachdem der Blick wieder nach vorne gerichtet ist, wird jedem klar, dass man nun auf sich selbst gestellt sein wird und auch irgendwie für seinen Partner mitläuft oder mitradelt. Der Startschuss für den Run and Bike des SC Tegeler Forst fällt. Ist ein bisschen wie so ein Intervalltraining über 3 Stunden. Da haben sie jeden Kilometer abgewechselt und da muss man sich schon ganz schön auch gegen Ende dann richtig fordern. Run and Bike ist eine Teamdisziplin, die es ermöglicht, einen Marathon oder andere Streckenlängen zu zweit und sowohl zu Fuß als auch per Rad zu absolvieren. Dabei geht es auf der Crossstrecke größtenteils über Sandwege, örtlich auch über Kopfsteinpflaster oder auf gleicher Höhe querfeldein durch das schönste Waldgebiet Berlins. Du kannst wechseln, wie oft du willst, oder wenn du willst, wechselst du gar nichts. Also Unsportliche können mit ihren sportlichen Leuten zusammen laufen und das ist der Sinn dessen. Dieses Sportevent lockt von Jahr zu Jahr viele auswärtige Gäste in die Region und das ist auch kein Wunder, denn das Breitensport-Event begeht bereits sein 5-jähriges Jubiläum. Wir sind das erste Mal dabei und wir alle super auf der Strecke, die Streckenanweisung, alle perfekt, freundlich, toll. Hat Spaß gemacht, wir sind nächstes Jahr wieder dabei. Im Ziel erhält jedes Team eine Medaille und für die Erst- bis Drittplatzierten gibt es, na klar, wie sollte es auch anders sein, Pokale. Dabei darf ein Erinnerungsfoto natürlich nicht fehlen. Rennen lief mega, muss ich sagen. Tim kam als erster von allen Startläufern hoch und dachte, okay, ich muss losfahren. Lief super. Sie sind jetzt so richtig in Laufstimmung gekommen? Perfekt! Dann schnüren Sie schnell Ihre Wettkampfschuhe und melden sich online für den ersten Lauf der Sega-Serie an. Am 1. Oktober heißt es dann wieder für alle wagemutigen Läuferinnen und Läufer über Stock und Stein bei einem Höhenunterschied von 70 Metern durch den Tegeler Forst.